Wer den DAX als ETF, CFD, Zertifikat oder mit was auch immer auf der Long-Seite handelt, der dürfte derzeit in die Tischkante beißen, geradezu vor Ärger, denn der muss zuschauen, wie an der Wall Street die Kurse auf neue Allzeithochs steigen, heute S&P 500 und der Nasdaq 100 mit neuen Allzeithochs, die Wall Street sehr, sehr fest und der DAX verliert. Was ist da los? Warum ist das so? Das ist die Frage, der ich mich in diesem Video widmen will. Schauen wir uns zunächst mal die Indizes an. Wir haben den Dow Jones deutlich im Plus, hat an seinem Allzeithoch heute gekratzt. Wir haben aber vor allem den Russell 2000 deutlich im Plus, diesen Nebenwerteindex. Wir haben die Allzeithochs bei S&P 500 und Nasdaq 100, aber Dow Jones und Russell 2000, die sind sehr stark Value-basiert, also jene Aktien, die in der Corona-Krise gemeinhin die Verlierer waren, die jetzt doch eigentlich stark sein müssten. Und sie sind stark in den USA und im DAX, da haben wir auch wenig Tech, aber viel Value. Und der DAX hat heute 0,4% verloren. Was ist da los? Warum ist das so? Warum kommt der nicht aus dem Quark von Allzeithochs? Ist beim DAX überhaupt keine Rede. Ist es der Lockdown, der differenzierte Lockdown, wie Markus Söder gesagt hat? Oder ist es der starke Euro, respektive der schwache Dollar? Wir sehen hier den Dollarindex unter die Marke von 91 gefallen. Euro-Dollar im Bereich 1,2150 derzeit. Also starker Euro heißt ja zunächst mal, das wird schwieriger dann für die exportorientierten DAX-Unternehmen, ihre Produkte loszuwerden. Das heißt für die EZB, aber auf der anderen Seite auch schlecht, denn wenn der Euro stark ist, dann verbilligen sich sozusagen die Einkaufspreise, etwa wenn man aus dem Dollarraum etwas importiert. Das sorgt dann weiter für deflationäre Tendenzen. Will man ja eigentlich nicht. Ist es also der Euro oder was steckt dahinter? Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Der handelt jetzt 16,5% über seinem 200-Tages-Durchschnitt, 520 Punkte über demselben und wir haben einen MACD von 260 auf Monatsbasis. Absolutes Allzeithoch, ist denn noch nie erreicht worden, eine Euphorie, wie sie größer kaum sein kann. Wir sehen das hier auch bei dem Bull-Bear-Spread bei Investoren, also die Differenz zwischen Bullen und Bären, so groß wie seit Anfang 2018 nicht mehr. Und hier Sentiment Trader hat 15 Indikatoren hier, die man beobachtet und es ist das erste Mal, dass 60% dieser Indikatoren auf absolutem Anschlag sind. Gab es noch nie in den letzten 15 Jahren, seit man das hier betreibt. Sentiment Trader schreibt hier, es ist der Exzess des Exzess. Es ist also eine Stimmung, die durch Impfstoff, durch Notenbanken getrieben sich sagte, okay, es kann nur nach oben gehen, es kann nur weiter steigen, aber der DAX will eben nicht. Und das Erstaunliche ist, dass die Insider, also die Manager von Firmen, die also genau wissen, was bei ihnen läuft, derzeit im Rekordtempo verkaufen. Wir hatten nur einmal 2017 eine Situation, wo sie noch ein bisschen mehr verkauft haben, aber das sind Early Sellers, wie man sagt, das sind also Leute, die vom Timing her manchmal ein bisschen zu früh sind, die vielleicht einfach mehr wissen und deswegen früher verkaufen, als die Märkte dann es selbst tun, weil sie vielleicht ein bisschen später erst realisieren, was der Fall ist. Wie auch immer, auffallend also dieser Kontrast zwischen auf der einen Seite diesem geradezu exzessiven Optimismus und auf der anderen Seite die Insider, die verkaufen. Und wir haben jetzt auch sogar auf der Optimistenseite die Fed. Wir hatten gestern das Beigebook. Und wenn Sie sich mal anschauen, alles was blau ist, ist der Optimismus in Sachen Wirtschaft. Alles was rot ist der Pessimismus in Sachen Wirtschaft. Wir hatten da in der Corona-Krise natürlich extremen Pessimismus. Da werden ja aus den verschiedenen Fed-Distrikten gemeldet. Wie schaut es denn da aus mit der Wirtschaft? Und wir sehen, aha, da ist durchaus Optimismus im Gange. Wir hatten heute auch Erstanträge, die etwas weniger schlecht waren als befürchtet. Aber es sind immer noch über 700.000. Also man sieht ein gewisses Licht am Ende des Tunnels, aber die Aktienmärkte reagieren natürlich auf den Global Money Supply, also die Geldschöpfung der Notenbanken. Wir sehen hier, wie stark sich das jetzt nach oben geschraubt hat. Natürlich seit Beginn der Corona-Krise respektive der Reaktion der Notenbanken darauf und diese Notenbanken, die wichtigen zwei, nämlich Fed und der EZB, die werden ja jetzt im Dezember tagen und man steht vor einer Situation, dass die sogenannten Financial Conditions, das reicht von Aktienkursen bis Kreditvergabe, schwer einfach,
auf Allzeittiefs sind. Es gibt diesen Indikator seit 1990, war also noch nie so lax wie derzeit. Jetzt macht es vielleicht nicht so wahnsinnig viel Sinn, die ganze Geschichte noch laxer zu machen. Vielleicht sind die Märkte ein bisschen zu optimistisch, was EZB und FED betrifft. Jetzt für die Dezember-Sitzungen sicherlich werden die Notenbanken den Märkten nicht allzu wehtun. Davon kann man ausgehen. Aber ob sie jetzt nochmal oben einen draufpacken, das ist die Frage. Zumal man ja davon ausgeht, dass durch die Impfstoffgeschichte die Sache sich dann sowieso irgendwie erledigen wird. Und wir sehen diese starken Zahlen auch, oder diese überraschend guten Zahlen, zumindest beim Market PMI in den USA, also Einkaufsmanager-Index der Firma Market, die ja jetzt geschluckt wurde von S&P 500 oder geschluckt werden soll von S&P, nicht S&P 500, sondern S&P 500, der Rating, S&P, der Ratingagentur, so muss es heißen. Mein Gott, es ist spät am Abend und ich habe keine Konzentration mehr. Nein, es ist, man muss sich konzentrieren. Jedenfalls sehen wir, dass bei diesen Einkaufsmanager-Indizes die Preise so stark gestiegen sind wie noch nie. Man erhebt diese Daten seit Oktober 2009 und noch nie sind die Preise zum Vormonat so schnell gestiegen. Und der Market sagt hier, ja, die Firmen, die versuchen jetzt natürlich diese gestiegenen Kosten, die sie selber haben, auch weiterzugeben an die Kunden. Deutet also ein Stück weit auf ein Anspringen der Inflationen. Sehen wir auch zum Beispiel beim Composite Container Freight Benchmark Index, also praktisch Schiffstransporte. Und andere Transporte, sehen wir, wie stark hier die Preise nach oben gegangen sind für Transporte. Auch das natürlich tendenziell inflationär. Aber wenn wir uns heute mal die Anleihemärkte anschauen, die Renditen für Staatsanleihen, für US-Staatsanleihen, die fallen relativ deutlich heute. Was ist da los? Normalerweise müsste man ja sagen, okay, wenn jetzt inflationäre Tendenzen zunehmen, wenn durch den Impfstoff dann die Wirtschaft sich wieder erholt, dann Nachfrage ist, investiert wird, Optimismus ist, dann springt die Inflation an. Dann müssten ja eigentlich auch die Renditen für Staatsanleihen anspringen. Haben sie so ein bisschen gemacht in letzter Zeit, aber nicht so wirklich. Heute, wie gesagt, fallen sie. Das bedeutet, dass die Anleihenmärkte offenkundig dieses Szenario der Aktienmärkte nicht so ganz teilen, aber in Sachen Inflation vielleicht mal ein Blick noch auf Agrarrohstoffe, doch teilweise deutlich gestiegen. Das Einzige, was nicht gestiegen ist, ist Wheat. Alle anderen, ob Soft Commodities, Agriculture, Livestock, also lebende Rinder, Kakao, Soja, Öl, Sojabohnen, was auch immer, alles ist sehr, sehr deutlich gestiegen in letzter Zeit. Also da ist eine Tendenz zum Preisauftrieb erkennbar, eben weil die Erwartung da ist, ja, Wirtschaft wird wieder doll anziehen. Und die Inflation, die ist hierzulande, zumindest was die Verbraucherpreise betrifft, ja sehr, sehr niedrig. Wir hatten jetzt in der Eurozone wie auch in Deutschland negative Inflation, gell? Also es ist praktisch so, dass die Preise kurzfristig nicht gestiegen, sondern gefallen sind. Jetzt hat Marcel Fratscher direkt nach Donald Trump, das stabilste Genie, das derzeit unter der Sonne wandelt, gesagt, ja, die EZB, die hat doch ihre Aufgabe erfüllt. Zwischen 1999 und 2019, da lag die Inflation bei 1,5%. Das ist doch gut, denn die Inflation ist praktisch ja etwas, was eine Kernkompetenz der EZB sein muss, Preisstabilität zu sichern. Und das, sagt der Marcel, das hat sie geschafft. Und die Steuerung von Vermögenspreisen, Immobilien, Aktien gehört nicht zu ihrer Aufgabe, sagt der Marcel. Gell, dass praktisch da eine Art Hyperinflation stattfindet. In den Aktienpreisen, wie ich gezeigt habe, bei den Immobilien weiß jeder, der sich in Großstädten ein bisschen umtut, was da an Preissteigerung der Fall ist. Gehört nicht zu ihrer Aufgabe. Geld ist leider ein unerwünschter Nebeneffekt, den man in Kauf nehmen muss. Und wir sehen, dass die gefühlte Inflation ist ja definiert als Verbraucherpreise, nicht als Vermögenspreise. Da wird feinsäuberlich unterschieden, dass die gefühlte Inflation von den Menschen hierzulande, also in Deutschland, deutlich stärker eingeschätzt wird, als sie wirklich ist, nämlich mit 5,4%. Die gemessene Inflation ist aber negativ, leicht negativ, ist in letzter Zeit sogar stärker negativ gewesen, nämlich die gemessene Inflation in Deutschland minus 0,1%. Also wir haben fast eine Differenz von 6% zwischen gefühlter Inflation und offiziell bekanntgegebener Inflation, weil die Menschen wahrscheinlich nicht so wirklich unterscheiden zwischen Verbraucherpreisen, die eigentliche Definition von Inflation, und Vermögenspreisen, die sehr fein da rausgehalten werden, um nicht zuzugeben, dass wir faktisch ja
einen Geldverfall inzwischen schon haben. Kommen wir nochmal zurück zur Realität, also zu dem, was im Widerspruch zu den Finanzmärkten derzeit zu stehen scheint, nämlich, dass wir über 20 Millionen Amerikaner haben, die nach wie vor in irgendeiner Form Leistungen für Arbeitslosigkeit bekommen. Wir sehen, die Zahl ist ein bisschen zurückgegangen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie dramatisch fällt und auch in den USA ja die Corona-Geschichte jetzt mit neuen Hochs. Wir hatten jetzt fast 200.000 Fälle in den USA. Wir haben, by the way, in Italien heute fast, wie heute gemeldet wurde, fast 1.000 Verstorbene an oder mit Corona. Wir haben Lockdown in Los Angeles. Das dürfte also nicht besser werden, was dieses Unemployment betrifft. Und so erwarten denn auch 76 Millionen Amerikaner, gehen davon aus, dass sie in den nächsten Wochen weniger Geld verdienen werden als zuvor. Also man blickt da einigermaßen pessimistisch in die Zukunft. Umso wichtiger also, dass jetzt Stimulus kommt. Und da hat jetzt heute von den Demokraten Schumer gesagt, naja, also der McConnell, der von den Reps, der scheint jetzt nicht so wirklich kompromissbereit zu sein in Sachen Stimulus. Schumer hat dann auch ein paar optimistische Kommentare abgegeben, hat gesagt, ja Mensch, scheitern ist doch keine Option, wir müssen uns da einigen, denn wir sehen ja, dass es den Amerikanern teilweise ziemlich mies geht. Also da muss etwas passieren, da muss etwas kommen. Ob an den Märkten etwas kommt, das ist die Frage. Wird der DAX jetzt mal aus dem Quark kommen? Wird der Euro weiter steigen? Dürfte es schwer werden für den DAX? Oder warum ist der so schwach? Eine wirkliche Antwort habe ich darauf nicht. Die Amerikaner sind natürlich von Natur aus ein bisschen exzessiver angelegt. Sie sind ja in Sachen Wall Street grundsätzlich tendenziell optimistisch und neigen zur Übertreibung. Wir sehen derzeit eine Übertreibung. Und diejenigen, die sagen, Aktien können immer nur steigen, die haben derzeit recht. Gar keine Frage. Aber es droht eine Korrektur. Wir stehen kurz vor einem Kaufsignal beim VIX. Das wird bedeuten, dass die Volatilität ansteigen wird. Aber jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.